Er muss aber einfach mal die Rampe rausklappen, dann klappt das auch wesentlich schneller. Ja, diesen Spruch höre ich immer wieder. Warum das sehr zeitaufwendig ist und wir nicht bei allen Fahrgästen, die zum Beispiel die Rampe nutzen könnten, tun, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz in diesem Video. Wie zeitaufwendig das ist, das zeige ich euch jetzt, indem ich praktisch mal dies nach Vorschrift mache. Dazu starte ich jetzt einfach mal den Timer und los geht's. Ich müsste jetzt tatsächlich erstmal die Feststellbremse anziehen. Danach muss ich dieses hier alles sichern. Dann muss ich hier vorne die Türen aufmachen oder die lasse ich noch zu und sage Moment, ne, dauert einen Moment, mach schon mal hinten auf die Tür. Jetzt muss ich allerdings, wenn ich meinen Rechner gesperrt habe, die Feststellbremse angezogen habe, erstmal aussteigen. Dazu müsste ich jetzt aber auch sagen, ich muss meine Kasse irgendwie sichern, indem ich sie zum Beispiel rausnehme und in einem Tresor packe, ja. Also manche Busse haben Tresor, manche halt nicht. Ich sage jetzt nicht, wo der Tresor ist, aber ist ja egal. So, jetzt habe ich das Fahrzeug gesichert. Guck noch mal, ob alles klappt. Ja, sieht ganz gut aus. Wir gucken mal, ob der Timer hier weiter schön aufnimmt. Genau. Jetzt gehen wir nach hinten. Und dann sage ich immer noch den Fahrgästen, Moment, Moment, Moment. Jetzt gehe ich hier hinten hin. Und jetzt kann ich erst anfangen, die Rampe rauszuklappen. Ja, so. So, dann sage ich dem Fahrgast, so wieder einmal einsteigen. Fahrgast sagt, ja, okay, machen wir. Fahrgast ist drin. Jetzt klappe ich wieder die Rampe zurück. Ja, so. Klappe wieder zurück. Und jetzt gehe ich wieder ganz normal hin, frage den Fahrgast, wo möchten Sie denn aussteigen? Ach ja, okay, das kriegen wir hin, machen wir. Dann gehe ich wieder zu meinem Platz. Dann gehe ich hier hin. Hol mein Geld wieder raus aus dem Tresor. So. Setz mich hier wieder hin. Ja, Michi, kannst du ruhig wegtreten. Nein, ne? Brauchst ja Platz. So, setz mich hier hin. Entsperre wieder meinen Rechner. Gucke jetzt schon. Stell meinen Sitz nochmal wieder ein. Ach, und jetzt seht ihr, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. In dem Fall über eine Minute jetzt zum Beispiel. Und das macht man an jeder Haltestelle. Und wir haben eine Taktung von einer Minute von der einen Haltestelle zur anderen Haltestelle. Sprich, wir haben jetzt schon durch diese Situation mit der Rollstuhlrampe eine Minute Verspätung eingefahren. Und wenn ihr jetzt dann mit dem Kinderwagen ankommt und sagt, Herr Busauer, machen wir die Rampe runter, sie stehen ein bisschen blöd. Während da hinten vielleicht ein Fahrgast sitzt, der euch theoretisch helfen könnte, das ein bisschen zu beschleunigen beim Aussteigen, indem er beim Tragen raushilft, geht es weitaus schneller, als wie bis wir alles nach Dienst, nach Vorschrift weggeräumt haben und den Fahrgast so abgewickelt haben. Deswegen werden viele Kollegen und Kolleginnen es einfach auch so belassen, dass nur für Rollstuhlfahrer diese Rampe genutzt wird. Ich hoffe, da mal so ein bisschen aufgeklärt zu haben, weil dieser Spruch, ja, einfach mal die Rampe ausklappen. Wenn ich merke, dass Fahrgäste, die sehr gebrechlich sind, ja, in Sachen gehen oder auch Schwierigkeiten haben beim Laufen, dann gehe ich natürlich auch hin und dann helfe ich auch den Leuten. Ich hatte zum Beispiel einen älteren Herr, das hatte wirklich unfassbar lange gedauert, weil er hatte wirklich Angst gehabt, das Ein- und Aussteigen, das war sehr schwierig. Es hatte Zeit ungefähr 4 bis 5 Minuten tatsächlich gekostet. Man kann die Rampe rausklappen, aber ihr seht, wie aufwendig das ist. Und deswegen machen viele Busfahrer und Busfahrerinnen nicht einfach mal eben so die Rampe runter. Ich habe ja schon erklärt, warum das auch Fahrgäste nicht machen sollten, weil man sich ja ganz böse verletzen kann. Da gibt es einige Videos zu, falls mal wieder diese Frage aufkommen sollte, ja, das kann ich ja eben noch schnell machen. Ja, wir sind euch dankbar, aber wenn ihr das macht, dann seid dabei extrem vorsichtig und ihr haftet praktisch auf eigene Verantwortung. Weil der Busfahrer guckt dann schon in den Spiegel und dann so, ja, okay, eigentlich ist das ja meine Aufgabe. In diesem Sinne, ihr wisst wie immer, was ihr zu tun habt. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert, argumentiert und dann sage ich wieder Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Herr Busfahrer. Ja, wie soll ich sagen? Michi, kannst du noch mit der Kamera? Hör auf zu lachen! Was lachst du denn? Gar nicht. Ich muss diesen machen. Achso, dann guten Nuss. Wartet, wir machen das nochmal von vorne. Den habe ich jetzt hier gerade eben mitgetan. Das sollte nicht so sein. Mhm. Du wolltest vorher erstmal mein Handy schrotten. Vielen Dank. Stopp. Zurücksetzen. Und noch einmal. Wir stoppen dazu jetzt mal die Zeit, weil ich mache jetzt mal praktisch Dienst nach Vorschrift. Und dann sage ich, los geht's, was wir alles... Achso, warum drücke ich denn drauf? Mein Handy wird immer wieder ausgewählt. Ja. Mach doch jetzt einfach weiter, schneiden. Ja, mein Handy kippt hier gerade selbst. Och Mann, das nervt mich gerade.